Willkommen hier bei Asphalt Art und willkommen aus Griechenland. Wir sind in der Nähe von Athen und neben mir steht er endlich zum Selbstfahren, der neue Audi RS3. Dieses Mal zeige ich ihn euch als Limousine in Kialami-Grün mit dem beliebten 2,5 Liter Turbo 5-Zylinder, 400 PS und jetzt im neuen RS3 500 Newtonmeter Drehmoment. Viel Spaß! Bevor wir uns jetzt mit dem neuen RS3 in den griechischen Straßenverkehr stürzen, wollte ich mich noch einmal beim Partner dieses Videos bedanken, nämlich carvertical.com. Das ist ein sogenannter Fin-Decoder. Da gebt ihr die Fahrzeugidentifikationsnummer ein. Ihr seht das jetzt gerade mal an einem Beispiel von einem Audi RS3. Und dann spuckt euch carvertical.com einen Damage Report aus. In dem seht ihr solche Sachen wie, wo war das Auto zugelassen? Wie viele Vorbesitzer hatte das Auto? Ist der Kilometerstand, den das Auto anzeigt und den der Fahrzeugverkäufer angibt, tatsächlich plausibel? Gibt's irgendwelche Schäden? Gibt es irgendwelchen Wartungsstau? Ist das vielleicht ein Unfallfahrzeug, wovon ihr nichts wisst? Und ihr seht es jetzt gerade an diesem RS3, das ist nämlich tatsächlich ein Unfallfahrzeug. Der wurde wieder aufbereitet, so dass man es von außen überhaupt nicht sieht. Mit Hilfe von diesem Car Vertical Damage Report hättet ihr aber Bescheid gewusst, falls das euer Wunschfahrzeug gewesen wäre. Wenn ihr also überlegt, einen Gebrauchtwagen zu kaufen, nutzt super gerne den Link unter diesem Video. Da gibt es sogar noch 10% Rabatt auf den Service von Car Vertical und ihr unterstützt unseren Kanal und die Produktion unserer Videos. Und wenn ihr gerade erst einen Gebrauchten gekauft habt, dann könnt ihr den genauso bei Car Vertical abchecken und mal gucken, ob da alles mit rechten Dingen zuging. Und damit willkommen hier im neuen Audi RS3, diesmal als Limousine. Ich habe mir gedacht, wir fangen diesmal ein bisschen anders an. Normalerweise gucken wir uns die Autos immer erstmal von außen an, aber bei so einem RS3, da wollen wir natürlich so schnell wie möglich fahren und deshalb machen wir das jetzt als erstes, aber vorerst in Anführungszeichen nur ganz zivil auf öffentlichen Straßen. Und wir wollen uns mal angucken, wie sich der RS3 da so schlägt, denn das ist mit ganz großem Abstand das häufigste Einsatzgebiet und jetzt nicht unbedingt vielleicht eine Rennstrecke. Ganz allgemein erstmal hier zum Innenraum, hat sich nicht besonders großartig verändert zum normalen Audi A3. Wir haben dieselben Luftausströmer, wir haben ganz grundsätzlich mal denselben Aufbau. Vor meinem Lenkrad ein großes Virtual Cockpit. Übrigens, der RS3 kommt immer mit dem Virtual Cockpit Plus, also dem großen, was auch dann die Möglichkeit bietet, sich die Navi-Karte und auch Google Maps als Satellitenbild hier hinterm Lenkrad anzeigen zu lassen. Außerdem haben wir in der Mitte ein großes Touch-Display, worüber ich Multimedia und Navi und Konnektivität und alles, was mit dem Auto zu tun hat, bedienen kann. Und darunter habe ich dann nochmal eine Klimasteuerung, schön mit echten physischen Knöpfen und einem sehr dezenten, schlichten 7-Segment-Display. Ich finde, das sieht sehr schön aus, ist total funktional und bedient sich auch beim Fahren echt gut. Unser RS3 hat jetzt hier auch Sitzheizung. Die Sitze, auf denen ich sitze, sind voll manuell einzustellen. Ihr kriegt hier natürlich auch voll elektrisch einstellbare Sitze mitsamt Memory-Funktion, ist hier jetzt nicht drin. Was jetzt hier auch nicht ausgestattet ist, das finde ich etwas schade, das ist das Head-Up-Display. Gerade weil es hier im neuen RS3 mit dem Head-Up-Display auch eine neue Animation gibt, eine neue Ansicht. Da gibt es nämlich so einen Schaltblitz, da füllt sich so eine Leiste auf, farbig, und wenn der korrekte Moment, der perfekte Augenblick zum Zupfen an der Schaltwippe gekommen ist, dann seht ihr das in dieser neuen Grafik. Ist bei uns jetzt nicht ausgestattet, könnt ihr aber gegen Aufpreis haben. In der Hand habe ich ein Voll-Alcantara-Lenkrad. Ich finde, das fässt sich sehr schön an. Das ist ein sehr angenehmer Kompromiss aus Lenkradkranzdicke und Vertiefung für die Daumen. Also es fühlt sich wirklich gut an. Ich habe hier einen sehr guten Grip, habe das Lenkrad super gut in der Hand. Wenn ich hier so hin und her schwänzle, Alex fliegt da hinten ein bisschen rum. Der bedient nämlich gerade die zweite Perspektive für euch, dann habe ich hier überhaupt nicht das Gefühl, dass ich abrutsche, selbst wenn die Hände mal ein bisschen schwitziger sind. Apropos Lenkung, das ist mir schon hier auf der normalen Straße aufgefallen. Wir fahren ja nun hier ein RS und so ein RS3, das ist für mich so eine richtig giftige kleine Rennsemmel, so ein richtiger Hot Hatch halt. Und da muss ich sagen, ist mir die Lenkung ein wenig zu indirekt. Also sie ist natürlich
nicht indirekt, versteht mich da nicht falsch, ja. Aber ich würde mir wünschen, dass das hier noch schärfer und noch zackiger hier zack, 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 zack durch die Gegend geht. Und gerade so um die Mittellage herum passiert mir hier ehrlich gesagt zu wenig. Hat natürlich auf der anderen Seite auch den Vorteil, dass das Auto im Alltag nicht ganz so nervös wirkt. Wir sind hier gerade in Griechenland unterwegs und hier gibt es immer mal wieder so Stellen, da sind die Straßen nicht ganz so perfekt asphaltiert und hier kann man dann so ganz schön gucken, was macht eigentlich das Fahrwerk? Kann das nur hopplig, sportlich, hart oder kann das vielleicht auch ein bisschen komfortabler? Wir sind jetzt gerade im Fahrmodus Komfort und ihr merkt es ja schon, das ist schon straff. Also der RS3, das ist schon wirklich ein RS, das merkt man auch. Die Aufspreizung zwischen Komfort und Dynamic ist nicht so gigantisch groß wie zum Beispiel im Audi RS e-tron GT. Der hat aber auch fairerweise ein 3-Kammer-Luftfahrwerk, das haben wir hier nicht. Dennoch merkt man hier einen ganz spürbaren Unterschied, ob ich jetzt im Fahrmodus Komfort unterwegs bin oder wenn ich jetzt mal umschalte in den Fahrmodus Dynamic, dann wird es hier direkt ganz deutlich straffer und das Auto macht fast keine Rollbewegungen mehr, ist wirklich schön straff, schön gespannt. Man kann ihn hier durch die Kurven durchlenken. Das gefällt mir echt gut. Und dadurch, dass das Auto im Dynamic-Modus halt auch so straff ist und eben im Prinzip gefühlt gar keine Rollbewegung mehr macht, wirkt das Auto irgendwie sehr leicht. Das finde ich super angenehm. Ich meine, der RS3 ist kein kleines Auto mehr und wir sitzen zu zweit hier drin und wir haben Gepäck dabei. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, wenn man den hier so über die griechischen Landstraßen schmeißt und dann so am Einlenken ist am Scheitelpunkt und vor der Kurve das Auto so platziert, irgendwie fühlt sich das sehr mühelos und sehr leichtfüßig an und das finde ich echt schön. Und wo wir jetzt gerade schon beim Thema Fahrmodi sind, müssen wir hier beim RS3 mal genauer drüber reden. Es gab nämlich mehrere neue Fahrmodi, unter anderem den Fahrmodus Efficiency. Damit ist der RS3 das erste RS-Modell mit einem Efficiency-Fahrmodus. Applaus, Applaus. Okay, gut, was gibt's noch? Es gibt noch Komfort, Auto und Dynamic und außerdem drei verschiedene RS-Modi. Da stehen zur Verfügung einmal der Modus RS Individual. Da sagt der Name schon, da kann man sich einen RS-Modus frei konfigurieren und vorher einstellen, was der RS3 machen soll, wenn man den anwählt. Dann gibt es den Modus RS Performance. Das ist was Besonderes, denn der RS3 verfügt auf der Hinterachse über einen sogenannten Torque-Splitter. Das ist ein Differentialgetriebe mit links und rechts zwei Kupplungen, was das Drehmoment voll variabel zwischen linkem und rechten, also Kurveninneren und Kurvenäußeren Rad verteilen kann. Und im RS-Performance-Modus sorgt dieser Torque-Splitter auf der Hinterachse dafür, dass sich das Auto möglichst neutral bewegt, möglichst kein Untersteuern, aber auch möglichst kein Übersteuern. Denn im RS-Performance-Modus soll der RS3 darauf getrimmt sein, möglichst saubere, schnelle Rundenzeiten zu fahren. Und dann gibt es noch den RS-Torque-Rear-Modus, was sehr interessant ist. Da sagt der Name eigentlich schon, Torque-Rear heißt auf Deutsch nämlich nichts anderes als Drehmoment hinten. Und dann passiert Folgendes, der Torque-Splitter sagt sich, Mensch, ich kann ja hier zu 100% die Kraft zwischen links und rechts verteilen. Ich verteile einfach mal in der Kurve 100% der Kraft oder einen großen Teil der Kraft aufs kurvenäußere hintere Rad. Und was dann passiert ist, dass das kurvenäußere hintere Rad dazu neigt, durchzudrehen. Und wenn man dann mit so einem Gasimpuls oder mit einem Lastwechsel, also so einem schnellen Links-Rechts-Lenkbewegung oder auch einem Lastwechsel per Gas und Bremse, damit die Hinterachse entlastet wird, in der Kurve die Hinterachse so ein bisschen ärgert und so ein bisschen stört, dann geht der RS3 quer und weil die Power halt hinten dann verteilt werden kann, kann man ihn dann tatsächlich auch richtig im Drift halten mit fein dosierten Gasbefehlen. Wie gut das funktioniert, das gucken wir uns später noch an. Versprochen, das wollen wir nicht im öffentlichen Straßenverkehr machen. Dafür gibt es dann noch ein abgesperrtes Gelände. Ganz im Allgemeinen bietet der RS3 also wirklich viele Fahrmodi und es lohnt sich, da mal in Ruhe zu spielen und sich das auszustatten, um hier wirklich das Maximum an Performance rauszuholen. Im neuen Audi RS3, da verrichtet der altbekannte Reihen-5-Zylinder 2,5-Liter Turbobenziner seinen Dienst. Er hat, genauso wie im Vorgänger, 400 PS und diese 400 PS und 500 Newtonmeter, die liegen bereits früher an als noch im alten RS3. Ja, wenn man hier jetzt mal im Drive-Select-Modus auf RS Performance geht, wir sind hier gerade auf so einer schönen griechischen Landstraße, dann merkt man auch, da ist richtig Qualm an der Kette. Das merkt man vor allem deshalb, weil die Straßen hier echt nicht so richtig gut sind. Es ist noch so ein bisschen nass. Der Asphalt bietet relativ wenig Grip, aber durch den Quattro-Antrieb und durch das wirklich toll arbeitende Hinterachs-Sperrdifferential kann ich hier selbst bei so ziemlich schlechten Bedingungen, boah,
Leute, wie das hier sofort wegrutscht. Ziemlich gut ans Gas gehen und Spaß haben und hier mit dem RS3 so ein bisschen Blödsinn machen, das finde ich schon sehr, sehr cool. Und was ihr jetzt auch hört, das ist der Sound. Natürlich hat der neue RS3 einen Autopartikelfilter. Das ist klar, es geht heute einfach nicht mehr ohne. Trotzdem hat Audi dafür gesorgt, dass es hier im Innenraum auch Sound gibt. Das kommt zum Teil natürlich über einen Soundgenerator hier im Innenraum, finde ich aber ehrlich gesagt nicht ganz so schlimm. Es klingt gut, es passt gut zum Auto, es klingt nicht künstlich oder sowas. Und zum anderen kommt das hier von der bei uns ausgestatteten Performance-Abgasanlage, die jetzt zum ersten Mal eine vollvariable Klappensteuerung hat. Das bedeutet, die Klappe im Auspuff kann nicht nur schnöde auf- und zu machen, sondern über das gesamte Drehzahlband verteilt die Stellung der Abgasklappe verändern. Und so ist Audi dazu in der Lage, eben wirklich genau drehzahlabhängig anzupassen, wie laut das Auto ist. Und damit können sie halt auch genau ans gesetzliche Maximum rangehen in jedem Drehzahlbereich. Und so klingt der RS3 tatsächlich nicht schlecht, er klingt schön kernig, aber man muss natürlich ganz ehrlich sagen, dieses Geballer und Geknaller und Geblubber, das macht er zwar immer noch so ein bisschen, aber er macht es halt bei weitem nicht mehr so schön, wie man das von früheren RS3 kennt. Das ist ein bisschen schade, aber ich sag mal so, seien wir froh, dass es solche Motoren überhaupt noch in solchen Autos gibt. Los geht's hier am Exterieur, natürlich wie immer mit dem Schlüssel. Vorne drei Knöpfe drauf, verriegeln, Kofferraum entriegeln und das Auto aufschließen. Unten dann die vier Audi-Ringe und hinten drauf gibt's nochmal RS und, na, die rote Raute. Da sieht man sie, denn es ist ja ein RS. Der Rest des Schlüssels ist schön matt, gefällt mir ganz gut, schlicht, unscheinbar, verschwindet schön in der Hosentasche. Und als erstes hier am Exterieur gucken wir dem neuen RS3 natürlich unter die durch einen Haubenlifter gehaltene und geöffnete Motorhaube. Ich glaube es ja nicht. In einem Fahrzeug der Golfklasse. Spaß beiseite. Das hier ist ein alter Bekannter, nämlich der 2,5 Liter Reihen 5-Zylinder Turbo-Benziner mit 400 PS und 500 Newtonmetern Drehmoment. Und im Studio habe ich gesagt, das Auto hat mehr Leistung als der Vorgänger und habe Schelte von euch bekommen. Okay, okay, okay. Der Vorgänger hatte auch 400 PS, aber auch nur 480 Newtonmeter. Und diese 400 PS und 500 Newtonmeter sind jetzt auch schon deutlich früher am Start und bereit für Action als im Vorgänger. Im Übrigen, bitte entschuldigt, dass ich eine Sonnenbrille trage, aber die griechische Sonne, die ballert mir wirklich sowas von ins Gesicht. Ich sehe einfach gar nichts mehr, wenn ich die nicht aufhabe. Wir machen die Haube wieder zu, zack, und gucken uns jetzt mal das Exterieur an. Die Farbe, die ihr hier seht, nennt sich Kialami Grün. Ich finde das wahnsinnig cool. Das fällt tierisch auf. Die Köpfe drehen sich um, die Leute gucken. Das passt auch unheimlich gut mit diesem Audi-Optikpaket. Schwarz, schwarze Ringe, schwarzer Grill, schwarzes RS3-Emblem, überall schwarze Details. Das sieht einfach richtig schön knackig, fies, sportlich aus. Es gibt auch noch andere Farben, könnt gerne mal im Konfigurator rumspielen. Da könnt ihr schon eurer Kreativität den freien Lauf lassen. Und Alex hat gestern auch schon was angemerkt. Der griechische Verkehr ist ein bisschen anders als der deutsche. Mit so einem Kialami-grünen Audi RS3 wirst du halt auch nicht so schnell übersehen im Straßenverkehr. Das ist also ganz praktisch. Preise gibt es leider noch nicht für den aktuellen RS3. Mir wurde aber gesagt, dass wenn man es hier so richtig übertreibt und hier alles reinhämmert, was der Konfigurator hergibt, man wohl die 80.000 Euro reißt. Das ist aber nur eine Zahl, so am Rande. Die meisten von euch werden das so eh nicht bezahlen, schon gar nicht den Bruttolistenpreis oder ihr liest euch das Ding, keine Ahnung. Also 80.000 Euro sind wohl tatsächlich schaffbar. Wir gucken uns jetzt hier vorne an der Front am Design die Scheinwerfer an. Das, was ihr jetzt gerade seht, das ist die Tagfahrlichtgrafik. Da gibt es auch noch eine Besonderheit. Auf dieser Seite, auf der Fahrerseite des Autos, macht dieser Bereich hier, das sind lauter kleine Einzel-LEDs, immer so drei Reihen, dreimal, eins, zwei, drei, vier, fünf Reihen. Beim Aufschließen, wenn es dunkel ist, so eine Animation und dann läuft da so RS3 durch und hier drüben ist jetzt gerade eine Checkered Flag zu sehen. Also immer so an, aus, und so weiter, ne? So eine karierte Flagge wie beim Rennfahren. Dahinter versteckt sich dann ein Matrix-LED-System, was also entgegenkommenden und vorausfahrenden Verkehr abblenden kann, sodass ihr mit Fernlicht fahren könnt. Und dann geht es hier drunter weiter mit lauter Lufteinlässen. Und die sind tatsächlich zum allergrößten Teil auch echt. Dieser hier ist leider fake, ne? Obwohl, nein, entschuldigt, das war jetzt mein Fehler. Der ist kein Fake. Der
zieht die Luft hier von der Nase weg und lenkt sie dann an den Felgen aerodynamisch optimal vorbei. Auch diese Lufteinlässe sind echt, dahinter sitzen nochmal Zusatzkühler. Hier in der Front ist dann so eine Mischung aus Fake und nicht Fake auf Höhe des Kennzeichens. Das ist alles Fake. Ich finde es aber ganz gut, dass man hier trotzdem diese Waben dann noch so eingelassen hat, damit die Optik des Grills nicht unterbrochen wird. Über dem Kennzeichen und unter dem Kennzeichen sind alle Lufteinlässe echt. Hier unten dann versteckt die Platte. Dahinter ist der Radar-Emitter für den Abstandsregeltempomat hier im Audi RS3. Ihr bekommt hier natürlich auch alles an Assistenzsystemen, was ihr braucht. Verkehrszeichenassistent, prädiktiver Tempomat, Spurhalteassistent, Totwinkelassistent, Notbremsassistent in der Stadt, Querverkehrsassistent. Es gibt auch eine 360-Grad-Kamera für das Auto. Ist bei uns jetzt nicht ausgestattet. Wir haben nur eine Rückfahrkamera. Hier ist also alles mit dabei, was man so braucht. Hier oben der Übergang zwischen dem Kühlergrill und der Motorhaube, das sind hier so angedeutete Lufteinlässe. Das soll erinnern an die alten Sportquadros. Ich finde, das ist ein sehr schönes Detail der aktuellen neuen Audis. Gefällt mir richtig gut. Und dann haben wir hier noch die Motorhaube drauf liegen. Relativ schnörkellos, ohne Powerdome oder sowas. Sieht einfach kraftvoll und gespannt aus. Es gibt allerdings eine Sache, wenn ihr gerade so auf die Front guckt, die finde ich etwas schade. Früher stand beim RS3 hier unten immer noch Quattro als Schriftzug drin. Das ist natürlich auch weiterhin ein Quattro, also ein allradgetriebenes Fahrzeug, aber es steht leider nicht mehr hier unten drin. Das fand ich immer sehr, sehr cool. Der neue Audi RS3 als Limousine ist 4,54 Meter lang, er ist 1,85 Meter breit und er ist nur 1,41 Meter hoch. Und inklusive dieser Außenspiegel ist er übrigens auch nur 1,98 Meter breit. Das ist wirklich schmal für so ein modernes Auto. Das heißt, ihr könnt damit auch auf jeder Baustellenspur links fahren. Und so fühlt sich das auch innen an. Das Auto fühlt sich sehr übersichtlich, handlich, klein, giftig, schnell, wendig. Habt ihr ja gerade schon gesehen an. Wirklich cool und ich freue mich schon drauf. Ihr hört es vielleicht schon so ein bisschen im Hintergrund ab und zu. Gleich mit dem neuen RS3 hier auf der Rennstrecke unterwegs zu sein. Vorher gucken wir uns jetzt hier aber noch das Design an. Wir fahren hier auf 19 Zoll Alufelgen, gefallen mir persönlich sehr, sehr gut. Die haben hier immer noch so einen Farbakzent, weiß zu grau. Wirkt jetzt erstmal wie eine Spielerei, aber sorgt dafür, wenn die Räder sich drehen, dass man das halt wirklich so intensiv sieht, wie die sich drehen und rollen und so, finde ich sehr cool. Dahinter bei uns eine Stahlbremse, das ist die Serienbremsanlage, die im Gegensatz zum Vorgänger übrigens größer geworden ist. Der Durchmesser ist größer geworden, die Scheibe ist dicker geworden und die Bremszange ist größer geworden. Es gibt den RS3 jetzt auch mit Carbon-Keramik-Bremsen, ist jetzt hier nicht ausgestattet, ist aufpreispflichtig. Muss man sich natürlich überlegen, ob man sowas in so einem kompakten Auto braucht. Ich finde es aber ehrlich gesagt ganz geil, dass Audi gesagt hat, okay, wer wirklich mit dem RS3 auf der Rennstrecke Attacke machen möchte, der will vielleicht auch eine standfestere Bremse haben, dass es das überhaupt im Angebot gibt. Wir fahren jetzt hier auf diesen 19 Zoll Felgen Pirelli P0 Reifen. Es gibt das Auto auch mit Straßenzulassung mit Trofeo R-Bereifung. Und diese Trofeo R-Bereifung wurde speziell entwickelt für den RS3 und auf diese Trofeo R-Bereifung ist auch einer der RS-spezifischen Fahrmodi abgestimmt, sodass ihr dann richtig Attacke machen könnt. Weiter geht es hinter den Rädern mit so einer Ausstellung der Kotflügel. Finde ich ehrlich gesagt super cool. Gerade wenn man mal von der anderen Seite guckt, sieht man hier so einen angedeuteten Lufteinlass. Ich finde es ein bisschen schade, dass dieser Lufteinlass hier nur angedeutet ist. Aber ich finde das Designelement einfach sehr, sehr cool, denn es erinnert mich unheimlich, diese rausgezogene Backe hier, an so ein kleines Rallycross-Fahrzeug. Super, super cool. Ich komme mal hier auf die Seite. Vielleicht könnt ihr das dann sogar sehen, wenn das Licht hier reinfällt. Hier ist ein angedeuteter Lufteinlass und das ist nur so ein kleines Designelement. Das macht aber sehr viel aus beim optischen Eindruck. Wir bleiben gleich hier unten. Denn hier unten zieht sich dann noch ein Schweller raus, der ist jetzt dank Optikpaket Schwarz bei uns in Hochglanzschwarz gehalten. Und ihr seht schon, die gesamte Seite dieses Autos ist unheimlich verwinkelt. Überall werden diese Flächen nochmal unterbrochen. Hier ist der Winkel so rum, hier dann plötzlich so, hier ist er dann komplett entgegengesetzt. Hier wechselt die Richtung des Blechs wieder komplett und zieht sich dann hier hinten über die Tür auf der Fahrerseite und dann am Heck so richtig tief rein, um dann hier oben nochmal so eine Kante zu bilden. Und dadurch fängt sich einfach an ganz vielen Stellen das Licht und das Auto sieht sehr plastisch, sehr kantig, so ein bisschen kampfjettig aus. Wir fahren auf unserem RS3 in Kombination mit dem Kialami Grün hier. Schwarze Spiegel, denn wir haben ja hier das Optikpaket schwarz. Wir haben vorne Keyless Entry und Keyless Close. Das Ganze gibt es hier am RS3 sogar hinten, finde ich sehr praktisch. Außerdem, dank Schwarzpaket, sind die Fenstereinrahmungen auch in Hochglanzschwarz gehalten und wir haben getönte Scheiben hinten und gerade
im Kontrast zu Kialami Grün ist es wirklich der Hammer. Ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht so richtig entscheiden, ob ich einen RS3 in Kialami Grün nehmen würde oder, was auch richtig, richtig stark wäre, gibt es aber glaube ich leider nicht für einen RS3, wäre Vegas Gelb. Mich würde es sehr interessieren, welches eure Farbe der Wahl wäre. Schreibt mir das super gerne mal in die Kommentare. Bevor wir uns jetzt das Heck angucken, eine Sache noch zum Rad. Hier hinten sieht man das etwas besser als vorne, weil es hinten nicht eingeschlagen ist. Ich muss schon ganz ehrlich sagen, in meinen Augen hat Audi hier alles richtig gemacht. Ich würde dieses Auto gar nicht tiefer legen. Es wird jetzt bestimmt welche bei euch in den Kommentaren geben, die sagen, das Ding ist hoch wie ein Bus. Ich muss aber sagen, das ist halt mal wieder so ein schönes Zusammenspiel aus Rathausradius und Reifen- und Felgenradius. Und wenn so ein Auto zu tief wird, ist jedenfalls mein Eindruck, habe ich immer so das Gefühl, naja gut, das ist halt für die Optik tief, aber so richtig gut fährt es dann damit nicht. Ich finde, das ist ein wirklich toller Kompromiss und es sieht echt knackig aus. Am Heck der RS3 Limousine, da kommt natürlich viel geiles Design zum Vorschein, aber vor allem auch mal ein Kofferraum mit einem Fassungsvermögen von 321 Litern. Man kann die Rücksitzbank auch umlegen im Verhältnis 60 zu 40. Man kann auch nur die Mitte umklappen für eine Skidurchreiche. Wie viel Gepäckraumvolumen dann zum Vorschein kommt, das gibt es noch nirgendwo zu finden. Vielleicht kann ich euch das irgendwie noch nachreichen, spätestens wenn wir das Auto mal als Testfahrzeug haben. Übrigens, falls ihr es hier im Hintergrund ab und zu mal knallen hört oder sowas oder ein Flugzeug oder ein Hubschrauber, direkt nebenan ist irgendwie ein Militärflughafen und die scheinen hier ausgerechnet heute so ein bisschen Krieg zu spielen. Keine Ahnung, was da los ist. Es kracht immer mal und immer mal gibt es Hubschrauber. Ist aber eigentlich auch eine ganz coole Kulisse. Gucken wir uns mal das Design hier am Heck an und los geht es mit den Rückleuchten. Die sind jetzt hier am neuen RS3, genauso wie eben schon an seinem zivilen Bruder, dem normalen A3. Sehr modern, sehr scharf gezeichnet, diese Audi-typischen senkrecht stehenden Lichtelemente hier drin. Das ist alles LED-Technik, was ihr hier seht. Mir gefällt es sehr gut. Hier steht nochmal schön in Hochglanzschwarz RS3 mit der roten Audi Motorsport Raute, da wir hier eben dieses Schwarzpaket haben. Außerdem haben wir dann hier unten auch nochmal diese ganzen Zierelemente in Hochglanzschwarz, alles in Wabenoptik, wie sich das bei Audi gehört. Einen fetten schwarzen Diffusor und dann richtig schöne fette schwarze Auspuffblenden. Übrigens ist an diesen schwarzen Blenden die Performance-Abgasanlage zu erkennen mit der voll variablen Klappensteuerung, die ich euch bei der Fahrt beschrieben habe. Mir gefällt das Heck an sich wirklich sehr, sehr gut. Auch die Audi-Ringe sind in Hochglanzschwarz gehalten. Wir haben hier eine Rückfahrkamera. Was ich da echt schade finde, ist, dass da jetzt inzwischen sogar die Reinigungsdüse weggespart wurde. Das heißt, wenn die mal dreckig ist, habe ich gar keine Chance, die von innen sauber zu machen. Muss ich also aussteigen und die abwischen. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schwach, Audi. Das könnte besser. Und dann haben wir hier oben, wenn wir zusammen nochmal aufstehen, auf der Kofferraumklappe, auf dem Kofferraumdeckel nochmal so einen schönen, neckischen, schwarzen Heckspoiler draufstehen. Finde ich, sieht sehr schön aus. Ne? Ich kann es nur immer wieder sagen, dieses Hochglanzschwarz in Verbindung mit dem Kialami Grün ist einfach eine tolle Kombi. Und natürlich ist auch unsere Heckscheibe dunkel getönt. Und wir haben keinen Heckscheibenwischer. Oben auf dem Dach gibt es dann, finde ich, ein sehr schönes Detail, auch nochmal in Hochglanzschwarz, diese kleine Finne. Jetzt könnte man auch sagen, ja, hätte man die nicht einfach weglassen können, geht wahrscheinlich technisch. Aber ich muss sagen, das fängt das Auge da oben, finde ich, einfach nochmal so ein bisschen und mir gefällt das. So, wir sind hier auf einem abgesperrten Testgelände. Wie versprochen, wir wollen natürlich auch noch den Driftmodus ausprobieren. Dafür bin ich im Fahrmodus RS Torque Rear. Alle Stabilitätskontrollen sind aus, das Getriebe ist in manuell zweiter Gang und wir gucken mal, ob wir das Auto hier schön angependelt bekommen. Ja, also man muss schon sagen, er kann seinen Willen über die Vorderachse zu schieben, upsi, nicht ganz abstellen, aber wenn das Auto dann tatsächlich quer ist, dann kann man dank des Torque-Splitters, ihr seht schon, ich muss mich hier sehr konzentrieren, auch tatsächlich richtig schön gezielt im Kreis um die Pylonen driften. Ah, ist das schön, aber
Aber ich habe schon irgendwie das Gefühl, man muss das Auto schon auch ein bisschen zwingen, diesen Drift tatsächlich zu machen. Aber was ich ehrlich gesagt ziemlich geil finde, wenn man dann so tatsächlich quer ist, dann ist es so ganz allradtypisch, ich bin ganz außer Atem, weil es so aufregend ist, dann ist es so ganz allradtypisch, dass man wirklich sehr viel Speed im Drift mitnimmt. Und das fühlt sich tatsächlich so ein bisschen Rallye-Auto-mäßig an. Und ihr habt es gesehen, man kann dann schön modulieren mit dem Gaspedal, wie viel Driftwinkel man haben will, wie groß der Kreis sein soll. Ich sag mal, für den Straßenverkehr ist das eher, naja, so semi-gut geeignet. Aber so auf so einer abgesperrten Testfläche macht das schon sehr viel Spaß. Und deshalb bitte nochmal an dieser Stelle der Appell an euch. Leute, wenn ihr das ausprobieren wollt, falls ihr euch einen neuen RS3 kauft, bitte macht sowas nicht im Straßenverkehr. Ihr habt es gerade gesehen, mit wie viel Speed man da unterwegs ist. Aber wenn ihr einen Platz habt, wo ihr das machen könnt, dann probiert das gerne mal aus. Denn es macht sehr viel Spaß und ich bin absolut begeistert, dass das mit dem neuen RS3 jetzt tatsächlich möglich ist. Richtig gut. So Leute, letzte Station, die Rennstrecke, quasi die Königsdisziplin. Wir sitzen jetzt wieder in einer Limousine, allerdings nicht in dem Auto, was ihr jetzt aus dem restlichen Video kennt. Audi hat hier extra ein paar Sonderfahrzeuge hingestellt, einfach damit sie besser die Reifen wechseln können. Wir sind im Fahrmodus RS Performance und ich habe einen Instruktor vor mir, dem ich blöderweise gesagt habe, er kann ruhig Gas geben und ich versuche jetzt dran zu bleiben. Die Strecke ist ziemlich eng und das ist eigentlich das perfekte Terrain für den Torque-Splitter auf der Hinterachse. Denn immer in solchen Momenten wie jetzt, wo sich das Auto schön rund gefahren mit Gas hinten auf der Hinterachse abstützt, da kommt er zum Tragen. Da kann er dann nämlich die Kraft ans hintere kurvenäußere Rad schicken. Und so kann sich das Auto so richtig hinten links bzw. hinten rechts auf die Hinterräder stützen. Und dann schiebt der Torque-Splitter von hinten beim Raustreiben lassen an den Rand der Rennstrecke den RS3 so richtig schön nach außen. Und da muss man wirklich sagen, das ist nicht einfach nur irgendwelches Technikgequatsche, sondern das merkst du wirklich. Das Auto fühlt sich dadurch einfach agiler an und auch kraftvoller, weil du halt permanent merkst, dass von hinten richtig kräftig mitgeschoben wird und dadurch auch ein unglaubliches Maß an Traktion da ist. Also du kriegst hier einen Speed aus den Kurven raus und hier auch wieder das, was mir schon auf der Straße aufgefallen ist. Das Auto fühlt sich leichter an, als es tatsächlich ist. Also es lässt sich hier sehr leicht durch die Gegend werfen. Bremse funktioniert auch wirklich gut. Wir fahren jetzt hier in der Limousine auch die Stahlbremse. Und vor mir sind schon mehrere Gruppen unterwegs gewesen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin überrascht, wie gut die jetzt hier noch hält. Also da ist kein Fading. Das Bremsgefühl bleibt jetzt hier auch über die mehrere Runden gleich. Und was richtig reinbockt, Leute, ist, durch den Torque-Splitter und die Momentenverteilung auf der Hinterachse hast du halt auch immer in der Kurve schön unter Last so ein leichtes Übersteuern. Du gehst hier rein, lässt dich raustragen auf den Pin und du hast so ein Ratatatatat, die Traktionskontrolle steht auf Sport, so ein leichtes Regeln und du merkst richtig, wie sich die Hinterachse mit dem Asphalt verzahnt. Das ist wirklich spaßig und fühlt sich gleichzeitig auch sehr, sehr sicher an. Coole Nummer. Wir fahren jetzt wieder runter von der Rennstrecke. Das bockt echt. Und das muss ich auch sagen, führt mich auch gleich zu meinem Fazit zu diesem Auto, zum neuen Audi RS3. Ja, das Auto ist teuer. Man kriegt ihn auf 80.000 Euro hochkonfiguriert. Aber ich muss euch auch ganz ehrlich sagen, ich habe bis jetzt noch nie in einem Allrad angetriebenen Auto aus dem VAG-Konzern und eben auch noch nicht im RS3 so viel echte Performance und echte Sportlichkeit gespürt. Es macht unglaublichen Spaß. Ich finde nur eine Sache wirklich schade. Das Auto kostet 80.000 Euro und dann gucke ich mich hier drin um und habe halt in der Mittelkonsole so eine Hartplastik, ja, ich sag's jetzt mal ganz böse, VAG-Konzern Golf-Mittelkonsole. Das finde ich wirklich super schade, denn alles andere macht Bock. Das Auto fühlt sich kompakt an, das Auto ist absolut ausreichend motorisiert mit den 400 PS und 500 Newtonmeter. Er geht quer, ich kann driften und jetzt auf der Rennstrecke zeigt er eben auch, dass er wirklich Fahrdynamik kann und den Allrad nicht einfach nur hat, damit man im Winter halt Allrad hat, ne? Sondern der bringt jetzt richtig was. Ganz großer Wurf, Audi, wenn ihr die Gelegenheit habt,
fahrt das Auto gerne mal Probe, spielt im Konfigurator rum. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Mir hat es großen Spaß gemacht. Wenn ihr Lust habt, abonniert auch diesen YouTube-Kanal, drückt die Glocke, dann verpasst ihr das nächste Video nicht. Guckt super gerne mal bei Instagram, TikTok und Facebook vorbei. Da seht ihr auch immer schöne Bilder und Videos. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Also bis dahin. Ciao.